Hört man was? Nein? 3, 4, 5, 6, 7, helft mir zählen. Los, wie viel sind wir? 100.000, 200.000, na, es kann noch ein paar mehr werden. Wo sind eigentlich die vielen Menschen? Wo sind die 80 Millionen Menschen, die seit Monaten über die Presse mitbekommen, wie wir ausspioniert werden? Wo ist die Industrie, die Hauptziel von Industriespionage ist? Seid ihr da? Ihr seid alle Industrielle aus der freien Wirtschaft, ja? Okay, wunderbar, heute ein Freizeitklub. Aber eigentlich erwarte ich, dass Industrie- und Spitzenverbände sich auf die Hinterbeine stellen und Merkel so lange piesacken, bis sie von den USA härteste Maßnahmen verlangen, bis Frau Merkel Edward Snowden hier in Deutschland Asyl anbietet, dass wir ihn über ein Zeugenprogramm hier reinholen, damit Frau Merkel auf Augenhöhe mit den USA Verträge ausarbeiten kann. Wir sind keine Vasallen Amerikas. Wir sind den Amerikanern sicherlich immer noch dankbar, dass sie Deutschland vom Nazitum befreit haben. Wir wissen auch, dass die Überwachung auch zurückgeht auf Adenauer, den 5. Mai 1955, als er behauptet hatte, volle Souveränität für die Bundesrepublik erlangt zu haben. Es war ein Schwindel, weil das Überwachen wurde damals schon reingeschrieben. Und mittlerweile, glaube ich, sind wir einigermaßen entnazifiziert. Auch wenn auch jetzt im Moment an mehreren Städten auch noch Demos laufen, um NPD-Aufläufe zu verhindern. Aber ich glaube, es muss wirklich Schluss sein mit diesem Überwachungsstaatenverbund, mit dem wir zu tun haben. Die Verträge müssen aufgelöst werden. Und wenn wir auch genau hingucken, für Industriespionage sind die Daten wahrscheinlich hervorragend. Auch um unschuldige Leuten irgendwas in die Tasche zu schieben. Denn wie sagte schon Kardinal Richelieu, gebt mir 10 Zeilen, die der bravste Mensch geschrieben hat, die ihr kennt, und ich werde etwas darin finden, um ihn hängen zu lassen. Geheimdienste sind unnütz und sie schaden der gesamten Gesellschaft. Sie sind nur ein Zeichen der Macht. Sie sind nicht hilfreich für Demokratie. Sie sind die Immunschwächekrankheit der Demokratie.